zeige ich dir, wie man eine flache Welt sich in Minecraft erstellen kann. Wie das geht, zeige ich dir heute. Zuallererst beginnen wir damit, uns eine Welt zu erstellen. Da schauen wir einmal in die Einstellungen rein und wir wissen ja, eine flache Welt zu erhalten, müssen wir unseren Welttyp auf flach stellen. Leider hat Minecraft nicht bedacht, das hier mit reinzubauen in die Bedrock Edition. Dafür müssen wir mal in die ältere Minecraft Edition gehen, entweder PS4 oder Xbox. Da ist dann der erste Schritt natürlich dann auch wieder, sich erstmal eine Welt zu erschaffen. Klickt man natürlich erstmal auf Spielen, dann haben wir natürlich Laden, Erstellen und Beitreten. Gehen dann einfach mal auf Neue Welt erschaffen. Dann kannst du dir natürlich noch gleich einen Namen geben, um sie dann wiederzuerkennen, sobald wir uns hier rüberziehen und müssen dann auf weitere Optionen gehen. Jetzt kannst du dir natürlich so ein bisschen da jetzt schon die Voreinstellungen machen. Ganz wichtig ist, Strukturen auszumachen, denn die brauchen wir natürlich nicht auf einer flachen Welt. Dann klicken wir natürlich flache Welt an und können uns das Ganze einmal anpassen. Dabei haben wir einmal unsere Ebenen, Biome und natürlich die Eigenschaften. Bei den Eigenschaften würde ich komplett alles auslassen, es sei denn, du möchtest Dörfer oder Höhlensysteme, Minenschächte auf deiner Welt haben. Bei den Ebenen kannst du dir aussuchen, wie du deine Welt gestalten willst. Mit Sand, Wolle, Stein, wie auch immer, du entscheidest die Ebene. Es gibt sogar Luftblöcke, damit du dir sogar unten was freilassen kannst, ohne denn, sag ich mal, wenn du Keller bauen möchtest, da erstmal alles weghauen musst. Falls du einen Fehler machst bei den Blöcken, kannst du auch immer die Ebene löschen. Du kannst sie bearbeiten, hinzufügen oder löschen. Natürlich bleibt uns unten immer unsere Bedrock-Schicht erhalten, die können wir nicht austauschen, aber darüber können wir Blöcke stapeln, so oft wir möchten und auch wie viele wir möchten. Sobald du dir deine Blöcke zusammengemixt hast, wie du deine Ebenen auf deiner flachen Welt haben möchtest, bleibt dir nur eins übrig, einmal zurückgehen und die restlichen Optionen noch einstellen, wenn du möchtest, kannst du aber auch alles im Nachhinein machen, das ist also nicht so wild. Sobald du alle Einstellungen getroffen hast, gehst du natürlich einmal zurück und klickst dann natürlich nur noch auf eins und zwar neue Welt erschaffen. Sobald du die Welt erschaffen hast, hast du den Großteil geschafft. Der nächste Schritt ist wieder auf unsere Bedrock Edition zu wechseln und sie da einfach mal zu aktivieren. Da gehen wir jetzt natürlich nicht auf neue Welt erschaffen, sondern scrollen einfach mal komplett bis nach unten, wo ihr denn alte Welten synchronisieren findet. Da klicken wir dann einmal rauf und dann sollte ganz oben schon gleich deine Welt sein, die du dir gerade eben erschaffen hast. Da musst du nur noch einmal raufklicken und das Ganze bestätigen, um es dir jetzt auf die Bedrock Edition umzuwandeln. Das kann immer einen kleinen Moment dauern, von daher hol dir mal kurz was zum Knabbern und warte einfach ab. Sobald es abgeschlossen ist, fragt dich Minecraft natürlich noch, ob du die Welt gleich betreten willst. Musst du nicht, du kannst sie einfach nur umwandeln und jederzeit drauf spielen. Wir gucken uns aber trotzdem die Welt mal an, um zu überprüfen, ob das also ist, wie wir es uns gebaut haben. Und wie du siehst, haben wir schon unsere super flache Welt gemacht. Ich habe mir die Ganze ein bisschen bunt gemacht, schön mit Wolle, einfach mal, um zu sehen, ob das auch Ganze funktioniert. Natürlich habe ich mir mehrere Ebenen gemacht, sodass wir auch mal unter die Welt gucken können, ob das Ganze jetzt so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ihr seht es, tata, es ist so, wie wir uns das eingestellt haben. Jetzt kann man sich austoben, seine Welt anpassen, wie man möchte. Natürlich ist so ein Hohlraum unter der Map natürlich sehr beeindruckend, um sich natürlich Kellerräume zu bauen, vielleicht U-Bahn-Schächte sich zu basteln, was auch immer dir im Kopf steht. Jetzt kannst du dir, sag ich mal, mit solchen Welten alles vorbereiten, ohne viel noch rumzubasteln. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, deine Welt jetzt auch ein bisschen anzupassen. Es gibt viele Variationen, was du natürlich jetzt mit den Blöcken alles machen kannst. Von daher wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!